Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin2.de auf dem Server Chimera. Und in dieser Folge zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen den Einblick in die Johara-Gegend und zwar in die verlassene Feste. Auf der verlassenen Feste angekommen habe ich jetzt erstmal so ein bisschen, ich sag mal, ja, ich habe mich so ein bisschen ausgetestet, mein Equipment so möglichst aufgestellt, dass ich hier an den ganzen Mobs relativ guten Schaden mache. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Push. Bedeutet, ich habe da komplett ohne Ring der Freude und so gearbeitet. Mittlerweile bin ich es ja eigentlich gewöhnt, dass ich immer irgendwie einen Push drin habe. Aber ja, zu dem Zeitpunkt habe ich so 21k am Meeting gemacht. Das war echt schon schick. Also für Damage ohne großartig Push zu machen, ist das natürlich, also war für mich zu dem Zeitpunkt richtig geil. Das war auch das erste Mal, wo ich so auf Johara unterwegs war. Ich war da auch irgendwie so ein bisschen überfordert. Ich wusste nicht so richtig, welche Items jetzt was wert sind. Mit welchen Items ich da was anfangen kann. Und also ich habe ja einen matten Ring zu dem Zeitpunkt gehabt und mein Equipment kennt ihr. Also dementsprechend, ich habe jetzt nicht wirklich Johara-Equipment gehabt. Ich hatte natürlich auch noch keinen Handschuh, beziehungsweise den Handschuh kann man ja auch gar nicht ausrüsten, wenn man noch nicht die ganzen Quests da gemacht hat. Dementsprechend habe ich mich mal so ein bisschen in das Ganze reingefuchst und am Anfang muss man wirklich sehr viel hin und her laufen. Ich muss sagen, die verlassene Festungsquests oder Feste-Quests, die bringen jetzt auch nicht so viel. Also ich glaube, im Endeffekt, wenn man die ganze Questreihe hier abschließt, hat man im Endeffekt einen Sungma-Wert mehr. Und das ist, glaube ich, Resistenz, damit man so ein bisschen schneller laufen kann. Und ja, die Quests an sich, muss ich sagen, waren für meine Verhältnisse eigentlich schon recht schwer. Gerade jetzt, jetzt seht ihr gleich, jetzt habe ich mich hier gerade für den Boss-Fight, sage ich mal, gerichtet und habe jetzt erstmal so ein bisschen hier reingeschlagen und mal geguckt, wie viel Schaden die machen. Und holla die Waldfee. Also die haben auf jeden Fall einiges auf dem Kasten. Da musste ich dann ein bisschen tricksen, musste ein bisschen hin und her laufen. Und ja, also ich habe da wirklich sehr oft One-Shots kassiert, man musste sich wieder ausloggen, alle Skills anmachen, nochmal hinrennen, die ganzen Mobs, die um die Bosse herum waren, quasi mehr oder weniger killen. Und dann, ja, hat es dann tatsächlich geklappt. Ich musste auch mit Segen des Lebens arbeiten, weil wenn der Boss einmal so ein Skill gemacht hat, dann war es dann doch meistens vorbei. Ich musste den dann irgendwie ein bisschen stunnen und ich glaube, jetzt habe ich ihn hier in die Ecke gepult gehabt. Und da war schon wieder fast down, beziehungsweise dann war ich down. Also es ist schon faszinierend gewesen, wie viel Schaden der einem drückt. Und vor allem, was der auch für eine Regeneration hat. Also ich vermute, wenn man kein Waffensucher ist und man kommt als erstes auf die Feste hier, dann hat man hier sehr große Schwierigkeiten. Also zumindest, wenn man nur so wie ich einen matten Ring hat. Aber da ich ja Waffensucher bin, ja, ich sag mal, mit ein bisschen Tricksen, mit ein bisschen Aufstehen, mit ein bisschen Sterben ging das dann peu à peu. Ja, wenn man die Quest dann so, ja, das ein oder andere abschließt, kriegt man auch noch so ein paar Bücher der Präzision. Das ist ganz nice, weil den Präzisionsskill, den habe ich natürlich auch noch nicht auf P. Den muss ich auch noch ein bisschen höher lesen. Und ist natürlich nice. Die Präzisionsbücher sind auf unserem Server auch aktuell so 10 bis 15k wert. Also da kann man dann auch ein bisschen Geld verdienen, wenn man wenn man die quasi farmen geht an den Metins. Und hier auf der verlassenen Feste selber farme ich nicht. Hier droppt man zwar Fragmente, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das lohnt. Auf einem anderen Server könnte man es vielleicht machen. Da weiß ich nicht, wie die Preise etc. aussehen, aber man droppt hier wirklich sehr, sehr selten ein gelbes Glanzfragment. Und es gibt hier so, also ihr habt ja gerade die Questbosse gesehen, es gibt aber auch so Mini-Bosse, die ich glaube, die heißen Kao oder so, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, haben einen ganz komischen Namen, die spawnen auch auf der Map und wenn man die mit der Autojagd erwischt, dann war es das. Also ich habe schon mit der Autojagd probiert, hier zu stehen, das geht auch, aber da läuft halt die Alche die ganze Zeit ab und selbst mit Aufhebepad lohnt sich das nicht wirklich. Ja, nachdem man dann 80 Mal hin und her gerannt ist für diese ganzen Sachen, hat man dann die Questreihe auch irgendwann mal abgeschlossen. Wenn man die Questreihe abgeschlossen hat, geht es dann weiter in die Dongan-Ebene.
Und auf der Dongan-Ebene kommt dann auch die Handschuh-Quest. Die werde ich aber nicht in diesem Video zeigen, weil es sonst zu lang wird. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich sie noch nicht gemacht. Jetzt haben wir erstmal die verlassene Feste abgeschlossen und haben auch hier unseren Sungma-Wert. Ja, ich habe mich jetzt mal spontan dafür entschieden, dass ich dann doch meine Rüstung nochmal switche. Und zwar den, ja, Irrlichtplattenpanzer, weil wir brauchen einfach auf der zweiten Map Feuerdef. Und da es eine Mob-Rösi ist, werde ich dann natürlich jetzt auch mal den einen oder anderen Switcher drüber laufen lassen. Ich will einfach mal gucken, was bei rumkommt. Vielleicht bekommen wir irgendwie 1, 5 TP, 10 Feuer rein. Würde mir schon reichen. Und ich würde sagen, wir starten los. 50 AW, 10 Pfeil, 10 Magie. Schade, das können wir nicht gebrauchen. Hier haben wir 4 Feuerwiderstand und 10 MP Absorb. Leider zu wenig. 10 Feuerwiderstand und 5 MP Absorb. Und der letzte Switcher. 10 Blitz, 10 Kralle, 10 Pfeil. Das waren 10 Switcher, die leider für die Katze waren. Kaufen wir uns noch mal 4 und dann ist auch Schluss. Müssen wir warten, bis wieder Switcher-Event ist und müssen das irgendwie mit B-Switchern versuchen oder so. Schauen wir mal. Hier haben wir jetzt 10 Blitz und PvP-Boni. 1, 5 TP, 5 TP Absorb und sonst nur Mist. 2k TP und 5 TP Absorb und der letzte Switcher bringt uns. Ja, dann müssen wir warten, bis jetzt Switcher-Event ist. Dann werde ich die Rüstung hier mal ein bisschen bearbeiten. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal gerade eine Segnung. Ich will mal wissen, was dabei herumkommt. Widerstand gegen Sturz 3% und hast du mehr als 30%. Okay, die war auch leider miese. Ich heb mir die Segnungen aber definitiv für das HCA auf, was ich habe. Und dann schauen wir mal, wie wir die Rüstung dann eventuell gedreht bekommen. Ja, ich habe tatsächlich auf der Johara ein paar Präzisionsbücher ja gefarmt. Die werde ich jetzt mal gerade noch lesen. Ich hoffe, davon klappen ein paar. Das erste hat schon mal gefailt. Das ist schon mal nicht sehr so gut. Das zweite Buch hatte geklappt. Jetzt ist er auf S12. Ist es super lecker, super toll. Mal gucken, ob er die nächste klappt. Die nächste hat auch geklappt. Wunderbar. Mucho gusto. Mua. Und das letzte hat auch geklappt. Nice. 3 von 4 Stück haben geklappt. Das heißt, wir haben Präzision jetzt sogar schon auf 14. Ja, das ist doch schon mal schick. Das heißt, es geht peu à peu voran. Ja. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch dem Handschuh hier widmen. Ich bin richtig froh, dass wir da 12 Brezi reinbekommen haben. Allerdings könnten wir den eventuell sogar noch vertauschen oder verkaufen, weil ich hätte schon gern einen mit 12 Brezi und MP Absorb oder 12 Brezi und Intelligenz. Ja, aber da müssen wir mal schauen. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal auch Präzision hochmachen. Es gibt jetzt wirklich sehr viel zu tun, weil gerade jetzt, wo ich Champion Level bin, Präzision muss einfach höher. Ihr seht das gerade, glaube ich, gar nicht hier. Es ist jetzt auf 14. Präzision muss einfach höher. Es muss auf P. Oder zumindest mal auf G. Das wäre auch schon mal stark. Und ja. Ja, ich habe mir auch überlegt, da wir auch noch Granatohrringe brauchen, weil ja, die Nebelieditohrringe, die rüsten wir nur so lange aus, wie wir halt diese Resistenz nicht brechen. Und da wir ja schon einen guten Handschuh haben, wo wir schon Doppelresistenz drin haben, würde ich sagen, kaufen wir uns jetzt auch mal Granatohrringe plus 8 mit 10 Halbmenschen und dem sechsten Boni schon drin für 6 Won. Die holen wir mit. Das sind Bonis, wo ich sagen kann, dass ich die definitiv gut gebrauchen kann. Die müssen wir jetzt nur noch auf plus 9 machen und dann dementsprechend ja, den siebten Bonus adden. So, schauen wir mal, ob die ja, jetzt mit einer Drachensäge auf 9 gehen. Ich bin gespannt. Ja, sie sind auf 9 gegangen mit der ersten Drachensäge. Holy shit! Nice! Hätte ich echt nicht erwartet. Geil, Alter. Mega, mega nice. Einfach First Try direkt auf 9 gemacht. Ja, da werden wir die jetzt zum siebten Bonus noch abgeben. Wir haben wieder einen Versuch auf Antik, diesmal beim Granat. Und das hat gefailt. Leute, wir haben wieder viel verkauft. Und zwar anständig viel. Denn unsere mythischen Granate sind endlich verkauft. Insgesamt haben wir jetzt 19 Won und 98 Kark in unserem Shop. Die holen wir natürlich raus. Basteln hier noch ein bisschen dran, dass wir hier das Ganze so ein bisschen schöner anordnen. Und dann werden wir auch die gewonnenen Won direkt nutzen. Ich brauche nämlich noch Quilinschuhe für die, ja, für die, wie soll ich sagen, Johara-Map. Und da hätte ich dann natürlich am liebsten welche, die ordentlich sind. Die würde ich dann auch upen. Ich gucke jetzt mal gerade, hier sind 1k TP 10 Crit für 6 Won, 1 5 TP 10 Crit 6 Pfeil für 14, war das ein bisschen teuer. 2k 5 Crit 15 Pfeil.
sieht es denn hier plus 6 aus? Da haben wir welche mit 5 Crabs, 1, 5 TP, 15 Pfeil. Ausweichen und 5 Crit für 4 Won. 1 KTP, 10 Crit, 5 Ohnmacht. Da scheinen die hier, die hören sich eigentlich gut an. Wir haben 15% Chance, Pfeilangriff auszuweichen. Also dann kriegen wir komplett gar keinen Schaden von den Pfeilen. Hört sich eigentlich nice an. Wir haben noch 5 Crit dazu. Jetzt gucke ich mal gerade, ob es auch 5er gibt. Nee, und 4er. 4er gibt es safe welche. Ja, hier gibt es welche. Ja, gut, okay, blank. Und ja, dann werden es wahrscheinlich hier die Quillinschu plus 6 sein für 4 Won mit 1,5 TP. Ach, wieso rutscht die Maus immer weg? Mit 1,5 TP, 5 Crit, 15 Pfeil. Die sollten, denke ich mal, reichen. Ja, die werden wir jetzt versuchen zu verbessern. Ich habe gar kein, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nicht ein einziges Mal Quillinschu gehabt. Okay, weiße Perlen und Froschschenkel. Ich werde mal eben ein paar Abmaterialien vorbereiten, dann werden wir versuchen, die Quillinschu auf 9 zu drücken. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Die Quillinschuhe müssen auf jeden Fall auf plus 9 und dann werden wir da auf jeden Fall auch noch den 7. Bonus reinmachen. Ja, an der Stelle möchte ich jetzt noch kurz nochmal was sagen, und zwar, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber ihr habt noch keinen Account, registriert euch bitte kostenlos unter meinem persönlichen Link. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, und ich möchte auch noch an der Stelle ein kleines Giveaway ankündigen. Wenn ihr bei dem Giveaway mitmachen wollt, ich verlose, ich glaube, 4 oder 5 mal 100 Battle Pass XP. Ja, wenn ihr mit den bei dem Gewinnspiel mitmachen wollt, so wollte ich sagen, schreibt einfach euren Charakternamen unten in die Kommentare rein mit dem Hashtag Giveaway, und ja, ich werde dann in den nächsten 1 bis 2 Tagen die Gewinner auslosen. Ich werde das dann wieder in einem kleinen Video machen und dann ja, werde ich das zeigen. Hier haben wir jetzt den ersten 9er Versuch mit Drachensegi. Wird es klappen? Es hat geklappt. Ich habe zu dem Zeitpunkt echt richtig Luck gehabt mit den Drachensegis. Keine Ahnung, was da los war. Und ja, hier haben wir uns noch einen gehörnten Helm plus 7 gekauft. Den werden wir im nächsten Video uppen. Ich würde sagen, das soll es fürs Erste gewesen sein. Viel Glück beim Giveaway bzw. viel Glück beim Gewinnspiel, und ja. Ich bin raus, Leute. Peace.